Rund 1500 Schweine gibt es in dieser polnischen Mastanlage. Verkaufen kann der Betrieb das Fleisch jedoch nur innerhalb der Europäischen Union. Der Export nach Russland ist verboten. Die Begründung aus Moskau: Seuchengefahr. Dabei kann hier niemand eine Krankheit der Tiere feststellen. Polen zählt zu den schärfsten Kritikern der Kreml-Politik. Deshalb, da sind sich die polnischen Exporteure sicher, werden ihre Produkte gezielt boykottiert. Die Betriebsleiter studieren gerade die neuesten Embargolisten aus Moskau. Immer wenn im Osten etwas passiert, wird automatisch von russischer Seite ein Embargo gegen uns ausgesprochen. Das ist politisch motiviert. Mit der Folge, dass die Preise für unsere Waren sinken. Die Online-Zeitung Russischer Planet berichtet, dass im Gebiet Kaliningrad viele fleischverarbeitende Betriebe stillstehen. Der Grund: Es gibt nicht genug Fleischlieferungen aus der EU. Die Arbeiter wurden ohne Lohn nach Hause geschickt. Südlich von Warschau blühen zurzeit die Apfelbäume. Ob die künftige Ernte wie bisher nach Russland verkauft werden kann, ist fraglich. Polen lieferte bisher für rund 250 Millionen Euro Obst und Gemüse dorthin. Seit der Krim-Krise stockt jedoch der Verkauf. Dabei sind die Kühllager der polnischen Obstbauern noch gut gefüllt. Ein offizielles Einfuhrverbot gibt es bisher nicht. Doch die russischen Käufer bestellen seit Wochen keine Äpfel mehr. Obstbäuerin Berta Lukasik fürchtet um ihre Existenz und weiß nicht, ob sie ihre 15 Angestellten weiter beschäftigen kann. Die Situation ist wirklich kompliziert. Unsere russischen Partner warten darauf, dass die Regierung in Moskau entscheidet, ob sie bei uns einkaufen dürfen. So warten eben alle auf Entscheidungen. Zurück beim Schweinemester in Bialystok. Für die Fleischexporteure ist die Lage klar, sie dürfen nichts mehr nach Russland liefern. Die Embargolisten des russischen Agrarministeriums werden immer länger. Inzwischen finden sich darauf nicht nur polnische Fleischexporteure, sondern auch Unternehmen aus Dänemark, Finnland und Deutschland.